Oh, der Fritz Meinecke meldet sich zu Wort. Er spielt einen Flugzeugabsturz nach. So, findest du cool, ne? Bisschen toller, ne? Für mich bist du und bleibst du einfach nur ein Lappen. Dann würdest du irgendwas bewirken können. Dann würdest du ja den Leuten helfen, die schon völlig runtergewirtschaftet über euch tatsächlich auch noch leben. Ach, das ist schlimmer, wie mit dem Fernsehturm zu reden, finde ich. Denn das Flugzeug, was ja in der Europaallee in Göttingen war, hat sich dann ja irgendwann mal nach Frankfurt manövriert. Und eigentlich meinen sie das Frankfurter Zentrum und deren Häuser und kommen natürlich wieder irgendwo im Hagenweg oder Rendsburg oder meinetwegen auch hier wieder raus und nö, mach doch was du willst, ich habe keinen Bock auf dich und Feierabend, so. Habe ich dir schon mal gesagt und ihr rennt zwar irgendwie immer meiner Leine hinterher, scheint ja sehr interessant zu sein, was ich irgendwie schreibe und was ich mache. Und ihr publiziert einfach nur mit und werdet dafür ziemlich gut bezahlt, während ich hier irgendwie immer nur die negativen Auswirkungen habe. Da habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. So. Weiß ich nicht. Ich werde mir da eine Show da nicht reinziehen, weil hatte ja verschiedene Belege, das Ding mit den Quarantänen. Und ja, weiß nicht, wenn die hier irgendwie immer nur mit Löchern rumhantieren und reingasen und wieder rausgasen und bla 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 und Energiewende und Psychiatrie und Krebsstation und Gaba Gandalf und keine Ahnung. Habe ich auf so eine Statuten einfach auch wenig Nerv. So, da brauchst du nicht irgendwie die Themenwahl von mir mit aufnehmen, finde ich. Musst du nicht. Ist auch so. Die ganzen Pandemien stimmen ja. Das ist ja nicht gelogen. Wenn mehrere Multimillionäre, und da gehörst du ja scheinbar schon fast zu, falls nicht irgend so ein Richter dir dein Geld wegnimmt, so wie mir, dann verwetten ja einfach mehrere Milliarden Euro auf einen Absturz. So, Feierabend. Habe ich dir gesagt, und da braucht man keinen Inhalator oder Inhalationstest oder irgendeinen anderen Fremdbescheid oder falsche Bescheinigungen von irgendwelchen Gutachten. So, Feierabend. Schnauze voll davon irgendwie. So, dann mach mal dein 7VS versus Wild. Außer mit Tropenspinnen und Spinnen schmeißen und mit dem Flugzeug drüber und Jagel, 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 habt ihr ja irgendwie auch nicht mehr viel drauf. Außer mit diesen Elektroimpulsschussgeräten, die alle wie Hornissengift und Wespengift im Grunde genommen wirken. Deswegen halte ich euch schon für ziemlich radikal, die Leute wie in einem Wettbüro oder Wettbewerb ständig austauschen zu wollen, damit der nächste irgendwie in so eine vorgefertigte Genickschuss-Nazi-Kammer kommt, um dann die Leute abzuknallen. Deswegen kann ich dich gerade nicht leiden. Bis dann. Ciao.